und drück sie auf. Dann geht sie auf. Und jetzt füttert sie dich mit dem Zeug, was du benutzen kannst, quasi. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Drifter mit dem Gorobai. Guten Tag. Und dem Kundran. Moin Moin. Na? So. Oh Gott! Salam alaikum, mein Freund. Ich bin hier safe. Bis ich hier raus möchte. Der lief an mir vorbei. Okay, warte. Hau ihn. Der kann ja eh nix. Oh, da guck ich immer noch an. Okay. So, was kann ich denn jetzt hier alles, was soll ich denn hier schmelzen? Ich hab hier Bronze-Sachen. Soll ich Bronze hier jetzt reinwerfen? Das war Goro. Mist, ich wollte abhauen. Ja, schmeiß rein. Warum ist eigentlich die Schmelze leer? Weil die hier, guck, hier, ich hab sie. Hier ist alles drin. Also wenn du was brauchst. Ah, okay. Guck mal, jetzt ist hier auch. Hier, siehst du dieses Redstone? Ja. Das ist Redstone-Paste. Die ist richtig geil, die kannst du an Wänden hochziehen. Das, ja. Hier, pass auf, und dann ist hier in der Kiste, wenn du das, wenn du die Schmelze mal leer machen möchtest. Hast du, pass auf, nimm die mal in die Hand. Dann hast du ja diese Vierecke da. Welche Vierecke? Wenn du auf den Block guckst, wo der letzte... Ja, ja. Und wenn du zum Beispiel dann nur den rechten automatisieren willst, drückst du dahin und dahin. Und dann geht dein Redstone-Signal und die Schmelze kippt das hier in die Form. Es fällt in den Hopper und geht in die Kiste. Vollautomatisch. Das ist ja awesome. Ja. Das geht auf der anderen Seite auch. Da geht's dann nur mit Blöcken halt, je nachdem, was man gerade will. Aber in Barren gießen ist geiler, weil bei Blöcken verschwendest du immer richtig viel. Ja, okay. Kommt halt drauf an, ne? Ja, aber wenn du nicht dabei stehst und es einfach automatisch läuft, dann verbrauchst du richtig viel. Ja, was denn? Du musst ja nur smart sein. Du musst ja nur 9 jedes Mal, also es muss ja nur... Ja, klar, dann musst du drauf achten, dann musst du abzählen. Klar, dann passt's, aber... Wo muss ich den Elevator? Weil da unten die Redstone-Schaltung ist. Kann ich damit runterfahren? Ja. Shift. Geht das? Shift. Geil. Ist einfach nur eine Glock, die sich dreht. Können wir nicht mehr hoch. Achso, da muss man springen. Springen. Verbraucht er hier Level der Elevator? Warte mal. Nee, okay. So, Bronze haben wir hier noch. Hat er noch? Hier haben wir noch Kupfer. In keinem Modpack, wo der Elevator drin ist. Doch, es gibt eins, der verbraucht er. Deswegen gucke ich immer. Haben wir aber noch nicht gespielt. Ja, haben wir auch Glück gehabt. Kann man Obsidian einschmelzen? Ja. Ja, kannst du. Bringt das was? Brauchen wir sogar für ein Metall. Ich weiß nicht, Liquid Obsidian. Soll ich es reinwerfen? Stand in deinen Kommentaren, Kundra, nicht irgendwas von Pick Iron sogar? War doch bei dir, glaube ich. Ja, dafür braucht man, glaube ich, sogar. Ich weiß es gerade nicht, aber braucht man. Oh, warte mal. Vielleicht sollte man die nicht einschmelzen. Das ist ja schon der fertige Kopf. Obsidian Pickaxe Head. Brauchst du nicht. Sicher? Nee. Ja, eine Obsidian Axt, da kannst du genauso gut Diamanten nehmen. Ja. Ja, aber. Ja, okay. Ich krieg mit dem Hammer normal Diamanten raus, wenn ich farmen gehe. Kann ich Stein einschmelzen? Wahrscheinlich nicht. Nee, das geht nicht. Was ist mit Rusted Iron? Das könnte normales Eisen geben. Im Endeffekt geht das. Nee, das geht nicht. Was hast du denn da für geiles Iron, ne? Ja, das habe ich eben von diesem komischen Koloss in der letzten Folge bekommen. Leute, ich habe Angst. Wovor? Jetzt ging gerade hier jemand vorbei. Ja, die müssen ja meistens, wenn die aus dem einen Haus kommen, es sind hier 3 Häuser, die hier nebeneinander stehen. Und in aber nur einem Haus ist die Waschküche halt. Ach, bei dir jetzt in echt? Ich dachte, ja, jetzt ja, in Minecraft. Ja, ja. Und dann gehen die Leute ja vorbei und der Weg führt halt direkt an meinem Zimmer vorbei. Ne? Dann gucken sie mal rein. Und jetzt gerade guckt da eine rein. Und das habe ich dann so aus dem Augenwinkel gesehen. Dann guckt ich raus. Und dann lächelt er mich erstmal so an. Ah ja. Der hat reingeguckt und ich gedacht, ach, YouTuber. Das weiß ich nicht. Und ich denke so, okay. Und dann automatisch hast du zurückgelächelt. Das war halt super, super awkward. Oh Mann. Goro fühlt sich beobachtet. Ja, schon ein bisschen. Mach Rollos runter, ey. Machst du eh gerade ohne Webcam, mach die Rollos runter. Ja, nö, hier ist ein Boss, hier ist ein Boss, hier ist ein Boss. Komme! Wo denn? Hinter deinem Haus, unter deinem Haus. Alles klar, Leute. Hinter meinem Haus, unter meinem Haus? Ich war jetzt überhaupt nicht ein Boss. Der? Ja. Hi. Können wir den schon töten oder geht ja, der? Ja, warte mal. Gucken wir mal. Ja, können wir töten. Wir können den schon. Ja. Zu dritt hat er doch keine Schnitt. 500 Leben! Ach, schaffen wir.
Guck mal, der kann nix. Okay, wenn. Werft uns überhaupt an. Au. Das war, glaube ich, wir dürfen uns noch nicht gegenseitig angreifen. Ja. Wir dürfen uns nicht gegenseitig angreifen. Oh, da zaubert einer. Warte, ich mach den weg. Jetzt. Ich mach den weg. Wo ist der? Da, okay, ich hol ihn. Hallo, ich treff den nicht. Ich bin tot. Ich wurde gepummelt. Nee, ich mach den Zauberer. Da ist noch ein Zombie. Hast du den Zombie? Ja, Zombie ist weg. Okay. Ey. Alter. King Charger. Der kann ja irgendwie. Ich wette, wenn er trifft mich gleich einmal und ich bin tot, aber. Das kann nee, gut so sein. Viel Schaden macht er nicht. Bin mit leidenswert. Ich hab halt auch keine ganze Rüstung angehabt, ich Trottel. Na egal. Oh Gott, mein Schwert ist mal kaputt. Hast du denn noch keins mit Pinkas gemacht? Nee, hab ich noch nicht. Muss ich noch. Jetzt geht er down! Jawoll! Bam! Hat der was gedroppt? Glaube nicht. Erfahrungspunkt wahrscheinlich. Nix. Aber auch das nicht viel, oder? Was isst du da? Egal. 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 So. Ich gehe jetzt weiter Tannen suchen. Ich bin noch am gucken, ob das überhaupt Sinn macht, was ich hier gemacht habe. Das esse ich gerade. Muss jetzt gleich auch nochmal los, ein paar Blumen beziehungsweise suchen. Beziehungsweise, wie viel Eisen hast du? Nicht viel? Guck in die Schmelze, in die Kiste, da müsste Eisen sein. Da. Das ist abgegossen. Nice, jetzt habe ich wieder Speedbuff. Ich brauche jetzt auch Eisen aus der weg. Schmelze, um mir eine Rüstung zu bauen. Rechts in den Kisten. Hier. Das ist so rechts. Hier sind 32 drin, habe ich jetzt rausgenommen. Und hier sind 36 drin. Ja gut, die nehme ich mir mal raus. Nimm die raus, ich baue mir. Warte mal, hast du eine Workbench hier? Ja, hier ist eine. Kommt man die zusammen benutzen? Du? Ja, ne? Ja. Nee, konnte ich nicht. Okay, ich geh woanders hin. Nee, warte mal. Du Freundlinder, du bist Freund. Das ist Two-Face. Nimm die mal raus, das ist deine jetzt. Was ist das? Eine Lunchbox. Wow! Rüste die mal aus und mach Rechtsklick. Ja, Moment, ich muss mir eben Rüstung bauen. Entschuldigung. Hier gibt's Fragment Anima Stone. Da kann ich Essen reinpacken. Dann kannst du Essen reinpacken, leider nur zwei von jedem. Ach, das ist ja blöd. Und dann machst du Shift. Und drückst sie auf. Dann geht sie auf. Und jetzt das ist ja geil. Mit dem Zeug, was du benutzen kannst, quasi. Die ist ja geil. Die ist ja richtig gut. Ja, und dann mache ich nochmal richtig guten Stuff, sodass wir da gutes Essen kriegen. Nee, vor allem mischt die das Essen ja, wenn du da von jedem immer zwei reinpackst. Ja, genau. Was ist Fragment Anima Store? Was ist denn das? Hä? Was? Das konnte ich hier gerade bei einem Händler kaufen. Oder hätte ich kaufen können. Ja, für die Bronze-Münzen oder was? Ja, genau. Ja, kannst du ja mitnehmen. Ich habe die Münzen nicht dabei. Hätte ich kaufen können. Nee, ich konnte es doch nicht kaufen, habe die Münzen nicht dabei. Ja, theoretisch hätte ich es kaufen können. Ah, oh, ich werfe ein Ei und natürlich kommt ein Kakuhn raus. Ich hätte gern einen Huhn. Ja, jetzt habe ich es getötet. Eier brauche ich sonst noch. Hier ist schon wieder ein Boss. Brauche noch eine Kiste, warte mal. Eine Hose machen? Gibt's doch nicht, dass hier keine Tannen sind. Ach so, jetzt bin ich auch mal ausgerüstet hier. Von uns hatte jetzt keiner Thumbcraft gemacht, ne? Ich hab's angefangen. Aber du kannst es weitermachen. Also wir können ja eher jeder das machen, worauf er Bock hat. Nee, darum geht's mir jetzt gerade. Oder was meinst du? Nee, weil ich das Zeug hab, deswegen. Du kannst es in meinen Keller in die Towncraft-Kiste packen. Wenn einer Towncraft okay, macht, dann kann das sich einer da rausnehmen. Und ich hier. Dachte nur, dass wenn du jetzt schon hättest, dann wirst nee, du. Nee, also ich habe den Scanner gebaut, mehr habe ich noch nicht gemacht. Dann ist es nicht so wild. Angefangen zu scannen ein bisschen, aber sonst. Stackt der denn auch Suppen in der Kiste? Das wäre ja mega geil. Weiß ich nicht. Was ist das hier? Nein, macht er nicht, schade. Okay. Ja, macht auch Sinn, weil es ist eh nicht stackbar. Hier ist eine Burg. Villagerburg einfach nur. Die wahrscheinlich, ja. Hamburg oder? Hier ist Hamburg. Hier ist Hamburg. Ich hab Hamburg gefunden. Ich pack da jetzt einfach von jedem Essen mal was rein, dann kann der sich das mischen und dann ist es gut hier. Mischen erfrischt. Eine Witch drin? Der Eingang, da ist der Eingang. Und dann, wenn du Hunger hast, dann kannst du das essen und dann mischt er. Ja, ist ja geil. Brauche ich nicht immer suchen, was ich jetzt essen kann. Genau.
Ist das eine Witch? Oh oh. Oh. Kann nichts hören. Ich liege. Ich hoffe, Kundan hat seinen Schlafsack dabei. Natürlich. Immer. Irgendwer legt sich nicht hin. Musst du vorher noch was essen? Vorm Essen geht noch schlafen. Vom Essen geht noch schlafen. Vorm Essen geht schlafen. Bevor du essen gehst, gehst du nochmal schlafen. Aber Mama, ich hab Hunger. Nein, du gehst jetzt erstmal schlafen. Ach Mann. What the fuck, wie die Hexe hier lacht. Ist das die Covenwitch? Ja. Ja, die ist das Givi? Oh Gott, er haut hier aber jede Folge, jede Aufnahmesession einen raus. Er will doch nur Givis Aufmerksamkeit. Nein, Givi hat ja auch, was war das, 60 Folgen Unholy Kingdom mit uns aufgenommen. Die weiß ja, wie es abgeht. Kann ich jetzt eine Ridge auf Thumbnail packen und Givis Kopf drauf machen? Endlich. Ja, ich suche ja nur für neue Thumbnail-Ideen. Für dich. Aber das Intro war ja auch gut. Und Kundan und ich haben ja wieder das gleiche Intro gehabt. Ja. Hast du Givi eine Matratze genannt? Ja, hab ich nicht. Ja, hab ich nicht. Oh, stopp, nicht weiterhauen. Ich muss halt, stopp. Nehmen. Halt, stopp. Nicht. Jetzt dreh ich. Wenn ich Kundan jetzt sage, dass es Spruce Saplings in der Kiste hat. Nein, hab ich nicht. Was für Saplings? Habe ich ja gar nicht nachgeguckt jetzt. Spruce. Aber hatten wir, glaube ich, nicht. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Nee. Warum lachst du schon wieder? Kunal hat Spaß beim Erkunden hier. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich mit der Axt nur einmal auf so einen Bilderrahmen drauf haue, ich den Bilderrahmen auch direkt mit abbauen. Hä? Hat. Ach so. Warum hat das Haus hier keinen Eingang? Das muss ich jetzt ändern. Tut mir leid. Oh, das wollte ich nicht. Kannst du Ding abgebaut, weil ich ja die Tinkers Axt in der Hand hatte. Achso, du bist im Villager-Dorf unterwegs. In der Villager-Burg. Ach, ich wollte wo soll das Nether-Portal entstehen? Weiß ich nicht. Stell's doch irgendwo hin. Ja, oh Gott, wo? Da sind Geister drin. Neben Kundans Haus, damit es Krach macht, oder? Muss richtig schön. Wie hießen die Silence Blocks? Gibt's die hier? Muffler heißen die. Muffler heißen die, genau. Gibt's nicht. Jawohl. Aber es gibt so Ohrdinger, Earmuffs. Die kannst du in Witchery machen. Oh, warte mal. Oh, warte mal, ja. Warte mal. Ey, jetzt ist exakt so viel Wasser verdampft in meinem Aquarium, dass ich die Pumpe höre. Ich muss einmal kurz hin. Oh, damn. Warte, ich muss mich nur irgendwie safe hinstellen. Wir verlassen hier die Burg wieder. Da verdampft das Wasser in seinem Aquarium. Unglaublich, ey. Unglaublich, der Mann. Der kümmert sich nicht um seine Tiere. Haut er auch noch auf den Putz hier. Jetzt haut er noch auf die Kacke. Wieder da. Guten Tag. Bibi. Wir nehmen gerade auf, also ein bisschen rückwärts. Okay, ja. Auch Videos auf YouTube. Was machst du? Machst du auch Videos? Ja, Gorobai. Ich dachte Kaffeebecher. Nee, findet man jetzt auch nur noch unter Gorobai. Sicher? Nee, man findet auch unter Kaffeebecher. Leider. Das ist, weil die URL so ist, aber. Es gibt ja jetzt den Original-Kaffeebecher-LP wieder. 7 Abonnenten, glaube ich. Den Original-Kaffeebecher-LP. Ja, an dieser Stelle kann ich nochmal Werbung machen für Kaffeebecher-LP. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es sind ein paar Kiddies. Die spielen so Bad Wars zum Beispiel. Und echt? Ja, ja. Wusstest du das nicht? Nein. Es gibt einen Kaffeebecher-LP-Kanal. Warum das denn? Auf YouTube, ja, keine Ahnung. Faker oder was? Windows. Mach mich doch nicht sowas. Das gibt's einfach nicht. Ich finde keine Tannen. Ja. Tja. Ja. Wahrscheinlich haben wir direkt nebenan so einen Tannenwald. Wahrscheinlich bin ich genau in die Richtung nicht gelaufen, in der der Tannenwald ist, ja, aber. Immer in eine andere Richtung. Konnte man sich nicht eine große Karte anzeigen lassen? Mit X. Also ich hab's auf X liegen. Ich auch.
Ja, ja. Wir haben doch da hinten ein Schneebiom. Ja, da ist aber nichts. Das ist aber nur ein Steinberg. Das ist wahrscheinlich, weil es hoch ist, ist da Schnee. We need to go deeper. In welche Richtung bist du denn gegangen, Kundran? Einmal Richtung dem Schneebiom und dann einmal hinter meinem Haus. Gucken, ob ich sterbe. Nein. Ich weiß nicht, ob ich den Spawn, den wir in der Hölle haben, gut finden soll. Oh, das nicht. Moment hier. Oh, ich habe meinen Iron Hammer verbessert. Ich hab ihn jetzt reinforced, ich habe ihn gelevelt. Jawoll. Ja, aber dadurch kann er ja nicht mehr abbauen, sondern du kannst nur irgendwie mehr Tools draufpacken. Nee, dadurch ist er jetzt, hält er länger. Oder das. Was für Tweets? Was? Was? Tweets? Die Peets? Hashtag Aufbruch? Ja, Hashtag Aufbruch. Hashtag Aufbruch. Kann man darüber reden? Warum nicht? Ja, mein Gott. Aber erst in der nächsten Folge, Leute. Oh, ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit. Na? Wir sehen uns das nächste Mal. Und diese Stille danach immer, um zu hören, was Goro jetzt noch macht, wenn man nichts mehr sagt. Tschüss! Ciao! Und ciao!